Das wird sehr, sehr lustig, wenn ich das mal so sagen darf. Was? Ja. Ich würde gerne noch die Schrauben und den ganzen Kram nochmal eben haben. Habe ich irgendwas davon eingelagert gehabt? Schrauben und Barren brauchen wir, ne? Wir haben, glaube ich, nichts mehr an Barren. Hier haben wir noch ein bisschen Scrap Metal. Dann werde ich mal eben ein paar Barren brennen. So. Das funktioniert schon mal sehr gut hier mit der Schmelze, mit der Ecke. Da können wir hier direkt an der Workbench dann weitermachen. Wir brauchen 4 Schrauben und 4 Barren, ne? Holz, ja. Haben wir. Puh, dann haben wir jetzt aber ganz schön lange gebaut. Lecko funny. So, ich sammle mal eben eine von den Jungs. Geil, wir haben Wände. Bisschen Schutz für unsere Building. Weil es geht ja darum, es geht ja nicht darum, dass es auch schön aussieht, sondern es geht darum, dass wir das auch ein bisschen schützen, ne? Das habe ich ja gedacht. Weil wenn wir die ganze Zeit immer angegriffen werden, ne? Do you know? Dann haben wir halt das Problem, dass dann irgendwann... Ja, Friedhelm. Dann haben wir nämlich sonst irgendwann das Problem, dass uns die Kissen wegballern oder sonst irgendwas, weil ich denke, die Gegner werden noch ein bisschen stärker werden. Und ja. Aber schade, dass man keinen weiteren Waggon bauen kann, zumindest zur aktuellen Lage der Dinge. So, wir brauchen 4 Barren, ne? Das heißt, ich muss nochmal 2 brennen. Ja, hast du ein feines Kakali gemacht? Ja. Oh, Food, warte mal. Oh, die Wege werden immer länger. War das hier? Da. Ich sehe gerade, wir können mal wieder ein bisschen was essen und was trinken, ne? Ui. Use. So. Müssen wir den jetzt wieder herstellen? Sind wir erstmal gesättigt. Fürs Erste. Die Wege für Kitchen ist ein bisschen weit. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht die Küche wieder umbauen. Kann ich die umplatzieren nochmal? Vielleicht dahin. Das macht mehr Sinn. Dann ist das nämlich nicht so weit. Hier. So, warte. So. Ja, dann ist das ein bisschen besser. Und dann haben wir dafür die Ecke nochmal Platz. Dann könnten wir vielleicht das Labor dahin packen. Wäre gewollt, das Labor dahin zu platzieren, weil das macht nämlich Sinn, dann hier zu platzieren. So, warte. Ah. So. Ja. Das ist, glaube ich, ganz schön. So. Dann lassen Sie die Handrails nochmal bauen, und die geben mir auch noch mal ein bisschen Schutz, würde ich behaupten. Handrails und hier auch die Handrails. Ja, dann sieht das schon mal ein bisschen mehr nach Zug jetzt aus. Ja, schön. Das sieht auf jeden Fall nach Zug aus. Muss man sagen. Aber wir haben keine Hupe mehr, oder? Oder haben wir eine Hupe? Möp, möp. Haben wir eine Hupe? Steam Engine Interact? Inspect? Was ist das denn? Fuel. Oh Gott. Water. Oh Gott. Parking. Leaf Depot. Nee. Interact. Ist das die Hupe? Hä, wie geil. Tschu-tschu. Willkommen. Feier ich. So, pass auf. Ja, dann haben wir ja erstmal soweit alles, was wir machen wollten. Geil, wir haben Wände. Das packe ich mal hier rein. Die restlichen Container sind leer, ne? Ja, das packe ich mal drüben rein. Fertigen Barren. Das würde ich mal hier reinpacken. Falls wir nochmal was brauchen. So. Hatten wir einen Container mit... Boah, das ist alles so voll, ne? Dafür haben wir noch keinen Platz hier.
eigentlich so richtig gefunden bisher. Das war alles Holz hier, ne? Ja. Ja gut, um die Steam Engine anzutreiben, haben wir ja auf jeden Fall Holz genug, was wir befeuern können. So, warte mal. Water Bidon werden wir bestimmt brauchen. Kohle, das sind kleine Kohle-Chunks, ne? Hier haben wir großen Kohle-Brikett. Kompresskohle. Konnte ich den eben... Den konnte ich, glaube ich, hier drin, ne? Oder? Oder wie war das? Ach, nee. Den... Ah, okay, alles klar. Den habe ich erstellt, glaube ich. Bisschen länger her. Aber den würde ich vielleicht mal nehmen zum Antreiben. Fürs Erste. Und dann würde ich den nämlich hier reinpacken. So. Gut, das wäre soweit fertig. Heißt also, eigentlich können wir los. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen untersuchen, weil ich weiß nicht genau, ob wir das alles hier fertig haben. Haben wir das alles hier schon, haben wir das alles schon untersucht? Sind wir hier überall schon gewesen? Was ist das denn? Ja, oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir Wände haben, aber ich weiß noch nicht genau, wie wir dieses Dach bekommen. War das ein Dach gewesen? Oder so ein kleines Vordach? Ich bin mir nicht sicher. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Waggon. Also, ich hoffe, wir finden... Holz. Ich hätte niemals gedacht, wie ich das Let's Play angefangen habe, dass wir irgendwann sagen werden, Holz. Oder Leder. Oder Scrap Metal. Jetzt haben wir so viel davon. Und ich weiß alles gar nicht, was ich bauen soll davon. So, ich gehe erstmal oben gucken. Ja, ist... Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir brauchen einen neuen Waggon. Ich weiß nicht, wie wir den kriegen. Da werde ich mal nachlesen, wann und wie man den bekommt. So, hier waren wir anscheinend schon gewesen. Da liegt Essen. Oder? Nee, Fett. Und Holz. Holz. Noch mehr Holz. Ich will kein Holz. Mann, ich habe die Schnauze voll von Holz. Und die leeren Spinde. Das ist ein Hohn. Die Spiel mobbt mich. Das kann man anzeigen wegen Mobbing eines Spiels? Geht das? Ist möglich? So. Ah, ich will kein Holz. Wie er läuft. Hä, der läuft voll komisch. Bin noch gar nicht so aufgefallen. So. Aber waren wir hier schon überall? Ja, anscheinend hier waren wir schon und es ist nur mehr Holz. Ich hatte es, glaube ich, extra liegen gelassen. Kann es sein? Und jetzt nehme ich es mit. Habe ich es beim letzten Mal gesagt? Ich lasse es liegen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her. Kann ich nicht einfach hier wohnen? Hier ist schön. Gut, Essen wird ein bisschen problematisch, weil hier nichts nachwächst. Hier sind Waffenteile. Oh, ein Steak. Ja, lecker. Ja, scheiß auf die Waffen. Ganz ehrlich. Und wie gesagt, wir können ja vielleicht was verbraten bei der Steam Engine jetzt. So. Nein. 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 Ich wäre gewollt, sogar Holz da reinzupacken in die Spinne, damit der nächste, der hier langfährt, auch mal was findet. So. Ne, hier sind wir, glaube ich. Hier sind wir, glaube ich, hochgegangen, ne? Genau. Hier sind wir auch lang gegangen. Waren wir hier schon? Vorsicht, Stufe. Oh, da. Das ist ja raffiniert. Ja, Inventory full. Ich weiß. I know what you mean. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen großen Rucksack. Was ist das denn? Das ist ja ein schöner Teppich. Also, sehr stilvoll hier, muss ich sagen. Vielleicht können wir den mitnehmen für unseren Zug. Können wir den bei uns draufpacken. Da würde sich Tine Wittler freuen. Ach, das ist aber schön. Huch. Scrap Metal. So, der Zachte. Void Wars, Episode 3. Vergehrt der Verteidigungskabel nicht. Der Weiligkeit-Kabel nicht. Okay. Der Weiligkeit-Kabel habe ich auch am Start. So, hier waren wir.
Da ist noch eine Munitionskiste. Ich glaube, wir haben aber Munition voll. Jo. Da geht's nach unten. Ah, hier ist doch voll gemütlich. Ah, hier ein schönes Kippchen rauchen und dann... Kann ich ihn mitnehmen? Oh, ich würde diesen Stuhl gern mitnehmen. Kann ich diesen Stuhl mitnehmen auf unseren Zug? Ich würde gerne diesen Stuhl mitnehmen. Geht das? So. Na. Ah, okay, es ist unberechenbar, wo der hinfliegt. Ich dachte, ich kann den einfach so wegschubsen. Ich meine, man kann ihn wegschubsen, aber es ist... Okay, bis wir den auf den Zug haben, das wird dauern. Und ich weiß nicht, ob ich den durch die Tür kriege. Huch. Okay. Draufgeschissen. Ich dachte, wir schaffen's. So. Was ist das? Das ist ein Aschenbecher. Wer raucht denn hier am Boden? So, waren wir hier schon? Okay, hier wabert überall so ein komischer Nebel. Okay, das ist alles, glaube ich, schon abgeklappert worden. Wir dürfen den einen Typen nicht vergessen, den einen Roffel da, ne? Den lilanen. Den möchte ich, glaube ich, mitnehmen. Aber wir haben ja... Das Problem ist, wir haben ja drei Plätze und mehr können wir nicht. Aber wenn wir eine dritte Plattform kriegen sollten... Ich rede von sollten. Dann... ja, wäre schon vom Vorteil, wenn wir noch einen hätten. Weil die sammeln für uns ja auch echt gut Ressourcen. Nein. Oh, hier liegt ein Schnitzel am Boden. Alter, wir haben alles voll. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Ja, das stimmt wohl. Das, richtig. Ja, wir müssen auch noch die Prophezeiung einsetzen, ne? Wir haben ja noch ein paar Prophezeiungen, die wir einsetzen können. Würde ich gleich mal machen. Das würde ich auf jeden Fall noch einsetzen. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir Wände. Mann, wir haben Wände. Aber kein Dach. Sieht scheiße aus, ich weiß. Ja, wie machen wir es denn jetzt? Scrap Metal. Ihr, kommt erstmal da rein. Ich würde einmal den, die Kitchen befeuern. Mit Food. Ja, Mann, geil. Fett. Ich will mal eben Fett wegpacken. Fett, Fetts hier. Zack. Ah, wir haben auch noch Leder, ne? Ah, es reicht vom Platz einfach nicht. Was können wir mit Leder denn eigentlich nochmal herstellen? Und wo... Wollte gerade fragen, wo ist unsere Workbench? Ach ja, hier, Bandagen. Warte mal. Das könnten wir eigentlich mal machen. Ah, da brauchen wir Essen und Dings, okay. Aber wir haben, glaube ich, noch einen Sterilisierer haben wir, glaube ich, noch, ne, oder? Hier, drei Stück sogar. Ja, warte mal. Ja, Moment. Moment. Hätte gern Bandagen. Eine. Haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir die schon mal gebaut haben. Ich glaube, wir haben sie noch nie gebaut. Aber dann ist das Fett jetzt weg. Aber wir haben wieder ein neues Item, was natürlich ganz toll ist. Aber jetzt können wir hier das Leder reinpacken. Das... Nee, Quatsch. Ich habe das Leder verbraucht. So rum war es. Andersrum. Ich brauchte das Leder quasi für Dings. Dann packe ich den hier rein. Alter, wir haben einfach zu viel Holz, ne? Ist einfach so. Zu viel Holz. So, die Prophezeiung. Wie, du gibst mir Holz. Alter, viermal Holz. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Ich hasse euch alle. Und schon sind die Kisten wieder voll, ne? Alter, ich kotze im Strahl. Ja, ich muss ein bisschen was entsorgen. Das wird sonst zu viel und too much. So. Scrap Metal lasse ich drin. Ich würde einmal gucken wegen den... So, Fleisch. Schnitzel packe ich da rein. Wir müssen auch wieder Trinken herstellen, ne?
können wir auch nochmal ein bisschen Holz reinpacken gleich. So, zweimal hiervon. Der braucht bestimmt gleich Holz. Prophezeiung mache ich mal eben. So, nehme ich mit. Die drei schon mal. Um zu gucken, was es ist. Wir können ja eh nur drei ausrüsten. Maximal. Ach nee, Quatsch, das war ja hier vorne. Ich lauf schon nach vorne, ich bin so durch. Hier ist jetzt mit der Prophezeiung das. So, den ersten Hammer, was hatten wir denn hier noch? Mehr Chemikalien gewollt, brauchen wir nicht. Encountering Sensorminen. Oh, Sensorminen, 15%. Nochmal auf Sharks in the Void, plus 1, more chemicals. Frequency of Leeches, plus 15, aber mehr Holz. Das würde ich, glaube ich, nehmen. So, die anderen behalten wir mal. Die verschwinden also, die Prophezeiung. Das ist natürlich auch interessant und gut zu wissen. Da kann die Bandage da oben rein, ganz ehrlich. Oder, warte mal. Ich bin gewollt, das sogar ein bisschen umzubauen. Bandage lieber hier rein. Das passt ja eher. Dann hier oben den. Den hier raus. Den dann da rein. So. Genau, okay. Obwohl wir oben sowieso nochmal Platz brauchen für die Bandagen. Für die Prophezeiung. So, trinken da rein. Müssen noch ein bisschen herstellen. Zweimal. Ich laufe schon wieder falsch. Ich bin so durch. Gott, wie lange wir jetzt am Depot sind, ne? Unfassbar. Was haben wir denn hier noch? More wood in the void. Und frequency leeches. Ich weiß nicht. Ja, komm, ich mach's einfach mal. So, mehr Chemikalien, mehr Organen, mehr Dirty Eyes und mehr Wood. Encountering Auspost mal 1. Okay. Holz. Ja, wir haben 20 Holz. Nimm alles, was du brauchst. Nimm es einfach. Warte mal, ich brutzel nochmal. Ja. Zwei Stück könnte ich nochmal herstellen. Aber wir haben noch drei. Kann ich noch zwei herstellen? Ja. Komm, dann haben wir's. So, es leert sich so langsam. So langsam kommen wir auf den grünen Zweig, auf den grünen Nenner. Trotzdem nochmal hier, glaube ich, können wir auch nochmal, ja, ein bisschen was herstellen. Würde ich auch nochmal eben machen. Ist ein bisschen eng hier und so, ne, macht hier nicht so viel Platz. Ich müsste mal abnehmen, aber, ja, sehe ich nicht. Weiß ich nicht. Fühle mich so wohl. Hier fehlt irgendwie drin was, ne, oder ist das richtig so? Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie schnell jetzt die Steam Engine ist und wie schnell die bremsen kann, ne? Mit unserer Draisine ging das ja. Aber jetzt so... Ja, aber jetzt so mit dem Dings, mit dieser Steam Engine bin ich ja sehr gespannt, wie das funktioniert. So. Food, Tomate haben wir auch noch auf Reserve. Dann packen wir jetzt gleich die 5 da rein. So, Dirty Eyes müssen wir sammeln, kriegen wir jetzt in dem nächsten Void ja ein bisschen mehr. Haben wir ja als Prophezeiung drin, was sehr schön ist. So, können wir sonst noch irgendwas? Ich würde jetzt erstmal hier einmal schnell gucken. Wir brauchen Fuel. Ich pack mal Kohlebrikett rein. Change. Zwei Stück. So. Oder machen wir erstmal... Nee, warte mal. Wir machen erstmal... Nein, wir machen... Nein, es ist wieder... Es ist verbuggt. Oh, ich hasse es. Jetzt ist ein Kohlebrikett weg. Ich packe hier das Holz rein. Und Water in den Water Bidon. So. Okay, hier. Slow, Medium, Fast. Afterburner. Alter, was? Afterburner. Da können wir bestimmt entkommen oder so. Gut, wir haben schon mal aufgefüllt, was sehr geil ist. Was ist das hier? Lockdown Parking. Okay. Und hier ist Losfahren. Aber was ist das hier? Lockdown Parking. Und das ist auch Lockdown. Okay, beide Hebel sind Lockdown Parking. Das ist... Die Hupe. Oder die Tröte, besser gesagt. So. Ah, das ist ärgerlich mit der Kohle. Mann.
So. Okay, pass auf. Das Scrap Metal packe ich mal eben hier rein. Ja, hier so. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich losdüsen. Ich würde noch den Dings mitnehmen. Ihn hier. Hallo! So. Und dann würde ich sagen, sind wir ready? Eigentlich. Sind wir startklar, Jungs? Na gut, er da hinten pennt. Okay. Okay, ich würde sagen, let's go.